Herzlich willkommen zu einem Pre-KVK Guide / Spotlight. Pre-KVK, auch bezeichnet als das verlorene Geheimnis oder Eve of the Crusade, ist das Event, welches vor dem eigentlichen Teleport auf die neue KVK-Map stattfindet. Zusammengefasst besteht das Event aus drei Phasen, von denen jeweils eine 2 Tage lang dauert. Insgesamt dauert es also 6 Tage an. Phase 1, Plünderer töten. Phase 2, Truppen ausbilden. Phase 3, Plünderer Feldlager angreifen. Alle Phasen geben Punkte fürs Ausführen der entsprechenden Aufgaben. Diese werden in 2 Ranglisten eingetragen und geben je nach Rang eine Belohnung. Die erste Rangliste sind die individuellen Belohnungen. Hier konkurrieren einzelne Statthalter miteinander. Für den ersten Rang gibt es zum Beispiel ganze 60 goldene Skulpturen und 1,2 Millionen Kristall. Die zweite Rangliste wertet alle Statthalter eines Kingdoms und vergibt so die Königreichsplatzierung. Die Belohnung besteht aus einem Buff, welcher für die Dauer des kommenden KVKs gewährt wird. Rang 1 ist hier zum Beispiel +3% alle Schäden. Hier ist allerdings zu erwähnen, dass Rang 4 Beachtung geschenkt werden sollte, denn 3% Ausbildungsgeschwindigkeit könnte je nach Situation besser sein als 3% All Damage. Entsprechend findet man oft Kingdoms, welche absichtlich versuchen, auf Rang 4 abzuschließen. Strategie. Und hier einige nützliche Tipps, um die einzelnen Phasen zu meistern. Phase 1, Plünderer töten. Diese droppen Pergamente, welche zu einer Truhe zusammengefügt werden können. Nutzt die Tauschfunktion, um fehlende Pergamente auszugleichen. 40 AP Kosten fürs Angreifen eines Plünderers. Nutzt Friedenserhalt Kommandanten mit gesetztem Einblicktalent, um weitere 10 AP zu sparen. Equipment und Runen können für mehr Schaden an Plünderern genutzt werden. Phase 2, Truppen ausbilden. Speed-Ups sollten eigentlich immer so lange gespart werden, bis damit Events gewonnen werden können. Sollte also gut überlegt sein. Falls ihr dort einsteigt, besorgt euch alle verfügbaren Buffs. Kingdom Buff, Rune, Herzogtitel. Bedenkt, dass für den Herzogtitel oft Reserven benötigt werden, da der Herzogtitel oft nur für ein paar Minuten vergeben wird. Denn den will jeder haben. Wichtig, verbraucht nicht zu viele universelle Speed-Ups in dieser Phase, sonst fehlen diese fürs Heilen eurer Truppen im KVK. Kalkuliert also vorab. Gleiches gilt für Training-Speed-Ups, welche für besten Quests benötigt werden. Phase 3, Plünderer Feldlager angreifen. Ist im Grunde nichts anderes als Rallies auf Barbarenfestung zu starten. Diese sehen einfach nur anders aus und sind etwas stärker. Hier ist eigentlich nur zu empfehlen, eure natürlich generierte AP zu verbrauchen. Sollten noch Punkte in der Rangliste fehlen, kann das Nutzen von zusätzlicher AP auch hier Sinn machen. Übrigens, das Nutzen von AP Potions sollte gut überlegt sein. Diese könnten im KVK für High-Level-Barbaren besser angelegt sein, da diese neben Speed-Ups auch Kristalle geben. Für eine etwas höhere Kristalltechnologie. Wer genug AP hat, kann auch einfach beides tun. Und damit haben wir alles soweit zusammengefasst. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da und folgt der offiziellen Rise of Kingdoms Seite für mehr Informationen und Events. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Mach dich bereit für die Wikinger!